Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Apex Legends Store Update. Die erste Folge in Season 2. Lasst euch gleich mal überraschen, was wir da alles Schönes im Store finden. Es sind ein paar coole Sachen dabei und nach dem Intro geht's direkt los. Where's my money, bitch? Das erste, was sofort das Wichtigste für mich ist, es gibt eine 33% Aktion auf die ersten beiden Skins. Einmal die G7 und einmal die Devotion. Also wenn ihr da unbedingt zugreifen wollt, ihr spart 600 Apex Coins pro Skin. Das ist sehr, sehr interessant. Ihr habt jetzt 3 Tage Zeit, folgenden Skin zu erwerben. Die G7. Mein absoluter Favoritenskin. Also sieht ein bisschen aus wie so eine Oldschool-Sniper von früher. Die ein oder anderen, die vielleicht Modern Warfare 2, 3 oder sonstige Teile der alten Modern Warfare-Reihe von Call of Duty gezockt haben, die sehen so ein bisschen, die können bestimmt so ein bisschen, zumindest von der Optik her, den Skin so ein bisschen in der Sniper wiedersehen. Finde ich absolut mega diesen Skin. Kommen wir schon zur nächsten, das ist halt die Devotion. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Habt ihr noch 4 Tage Zeit, den euch freizuschalten, heißt der Glückspilz. Achso, G7, wie heißt der überhaupt? Eiskalte Gerechtigkeit. Wie gesagt, geiler Skin. Der Devotion Skin heißt der Glückspilz. Finde ich absolut nice. So schwarz-grün ist immer geil. Schwarz-grün ist eine geile Kombination. Mit diesem kleinen Totenkopf, mit den Hasenohren und diese beiden Würfel, das finde ich extrem stylisch gemacht. Gibt es noch ein paar Details, die ich hier nicht gesehen habe? Ja, hier ist ein 4-blättriges Kleeblatt und hier steht Lucky Rabbit. Richtig geile Waffe. Ich hätte das Teil Lucky Rabbit genannt als Tarnung. Kommt viel cooler. Egal, wir kommen zur nächsten Vorgestellten. Und Alter, ohne Scheiß, ich habe ja bewusst mir noch nie die ganzen Skins reingezogen, damit ich immer sehen will, mit was man überrascht wird. Und der Flatline-Skin. Zieht euch bitte den Flatline-Skin, die Gefahrenzulage nennt er sich, oder Gefahrenzulage. Alter, ist das geil. Ich stehe ja total auf Schwarz-Gelb, so als Kombination. Ultra, ultra edel. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Skin haltet. Den finde ich ja absolut scharf. Und das ist der erste Skin, seitdem ich die Store-Update-Videos mache, wo ich die Exklusiv-Variante nicht besser finde. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Standard- oder die Exklusivvariante besser findet. Ich betone es immer wieder gerne, wer die Exklusivvariante haben möchte, braucht vorher die Standardversion, um für 6500 Token sich die Exklusivvariante zu kaufen. Ich zeige euch hier mal die Exklusivvariante. Sieht natürlich auch sehr, sehr geil aus, muss ich ja mal sagen. Aber wie gesagt, erster Skin, wo ich die Standardvariante deutlich geiler finde. Dornige Rose nennt sich dieser Skin. Ich bin jetzt echt ohne Scheiß am Überlegen, ob ich mir diesen Skin zulege. Nee, den werde ich mir mit meinen, wie nennt sich es nochmal, Crafting-Material, werde ich mir das zusammenschustern. So werde ich es machen. Hier haben wir einen legendären Skin für den Octane. Den finde ich auch sehr geil. Und jetzt muss ich echt ein bisschen über diesen Namen lachen. Wer meine Streams regelmäßig sieht, der weiß, dass ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn irgendein Ehrenmann oder sowas sagt. Die Ehrenrunde, richtig witzig. Also, der Skin sieht auch ultra geil aus, wie so ein kleiner Biker. Und ich finde hier diese Kanäle, die hier lang gehen, sieht so ein bisschen aus wie bei der P20, da gibt es einen legendären Skin, sieht ziemlich ähnlich aus, die Beine sehen total genial aus und auch hier finde ich wie immer eigentlich die Exklusivvariante deutlich geiler. Exklusivvariante, genau. Guckt euch das an, das Farbspiel lila, schwarz, gelb, absolut absolut genial. Ohne Scheiß, auch ein sehr geiler Skin. Wenn ich ein Octane-Spieler wäre, ich würde mir sofort diesen Skin zulegen. Habe ich leider nicht. Spiele ich auch sehr, sehr selten. Das war's von dem Store-Update-Video schon wieder. Ich versuche es immer sehr kurz zu halten. Haut wirklich mal in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet. Ob ihr den einen oder anderen Skin vielleicht habt oder in die Tasche gegriffen habt. Das war's von mir. Schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und lasst natürlich einen Daumen für das Video da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um regelmäßig über Apex Legends informiert zu werden.